Hallo, mein Name ist Enrico Bialian und seit 2,5 Jahren bin ich Lokführer bei der Firma Freightliner. Heute möchte ich euch die Class 66 vorstellen und lade euch dazu mit in die Kabine ein. Beiling. Noch so. Und weiter. Und weiter. Starten wir mal den Motor. Der Vorbereitungszyklus läuft und unser Motor startet. Im Leerlauf hat die Lok knapp 200 Umdrehungen. Zur Bedienung der Lok schalten wir das Führerstandslicht und das Spitzenlicht einmal an. Gut. So, hier haben wir die Rangierbremse. Damit bremsen wir nur die Lok alleine. Hier drüben ist dann unsere Zugbremse. Damit wird die Lok und der Wagenzug gebremst. Das ist unser Fahrschalter, mit dem wir die Fahrstufen der Lok einstellen, um unsere schweren Züge zu ziehen und uns vorwärts zu bewegen. Das sind die Taster für die Sicherheitseinrichtung der deutschen Indusi. Unser Telefon, mit dem wir mit Fahrdienstleiter und anderen Bahnbediensteten reden können. Ja. Hier der Sandtaster, den wir benutzen, wenn die Schiene besonders schmierig ist, damit wir die Traktion auf die Schiene bekommen. Hiermit aktivieren wir unseren Führerstand und stellen unsere Fahrtrichtung ein. Hier haben wir unsere ganzen Armaturen, der Bremsdruck in den beiden Drehgestellen von der direkten oder indirekten Bremse, unsere Anzeige über den Luftvorrat im Hauptluftbehälter, der Luftvorrat in der Hauptluftleitung, mit der wir die Bremsen der Wagen lösen oder anlegen. Hier unsere große Geschwindigkeitsanzeige und die Kiloampere-Anzeige von unseren Fahrmotoren. Des Weiteren haben wir hier oben die zwei Taster, um unsere Feststellbremse anzulegen oder zu lösen. Das polnische Funkgerät, was wir auch benutzen, um mit dem Rangierer zu reden und bei Rangiertätigkeiten. Und hier ist unser deutsches Funkgerät zur Kontaktaufnahme mit Fahrdienstleitern oder Betriebsleitung. Hier haben wir unsere Meldeleuchten über die Sicherheitsfahrschaltung, Notbremsung und von der deutschen Indusi die Anzeigen der Überwachung. Hier haben wir zum Beispiel den Prüftaster für die deutsche SIFA, Sicherheitsfahrschaltung. Lampe leuchtet, Kontrollton ertönt und eine Schnellbremsung wird eingeleitet. Das wäre die Kontrolle der SIFA im Stillstand. Hier ist die Kraftstoffnotabstellung, um den Dieselmotor im Notfall auszuschalten. Und das ist der Starttaster, den wir vorhin schon betätigt haben, um unseren Motor zu starten. Und hier haben wir noch einen ganz wichtigen Schalter. Das ist unser Typhon oder Horn. Damit können wir ein Achtungssignal geben. Und das beide sind nur Kontrollleuchten für die Bremse. Ob in Stellung P wie Personenzug oder in Stellung G wie Güterzug. Das ist unser Bordcomputer, unser Herzstück mit. Hier haben wir die Anzeige über die Drehzahl unseres Motors, Kraftstoffvorrat, PS-Zahl und die Geschwindigkeit der Lok sowie Batteriespannung. Und hier oben können wir auch weitere Schalttätigkeiten mit vornehmen, wie zum Beispiel die Bremse wechseln von P in G oder auch einzelne Drehgestelle ausschalten.
Hier sind Kontrollleuchten für die Störung an dem Triebfahrzeug, falls welche auftreten. Diese werden bei einer Störung leuchten. Des Weiteren haben wir hier oben mit die Anzeige für unsere Spitzenbeleuchtung. Standardmäßig in Deutschland die drei weißen Lichter und am Zugschluss zwei rote Lichter. Aber diese Anzeige ersetzt nicht die Kontrolle außen an der Lokomotive, ob diese Lampen auch wirklich funktionieren. Hier haben wir das berühmte SIFA-Pedal, was der Lokführer aller 30 Sekunden betätigen muss. Sonst wird eine Schnellbremsung eingeleitet und der Zug bleibt stehen. Und nun auf der Beimannseite haben wir hier einen Drucker, die Ladestation für das Handfunkgerät und auch noch etwas Komfort für den Lokführer, einen Wasserkocher, um sich mal auch unterwegs einen Kaffee zu kochen, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Mit dem Drucker und dem Laptop, was wir hier mit dabei haben, können wir unsere Papiere von dem Wagenzug selbst erstellen, sowie den Bremszettel und alle weiteren Bürosachen erledigen, mit auf der Lok. Auf der Beimannseite haben wir hier auch nochmal die Lokpfeife und ebenfalls einen SIFA-Schalter, aber der wird selten benutzt. Und hier, wenn es einmal wieder schmutzig wird an der Scheibe, haben wir hier unseren Behälter für die Scheibenwischanlage zum Nachfüllen vom Reinigungsmittel. Lokführer, das war von mir schon ein Kindheitstraum gewesen. Schon im Kindergarten wollte ich diesen Beruf erlernen und habe es bis heute nicht bereut. Man muss natürlich etwas flexibel in der heutigen Zeit sein und beim Güterverkehr auch etwas diszipliniert, denn wir fangen zu vielen möglichen und auch unmöglichen Zeiten an zu arbeiten. Aber bis jetzt habe ich den Spaß am Fahren nicht verloren. So, und jetzt werden wir nochmal einen Blick in den Maschinenraum zum Motor, dem Herzstück der Maschine, gehen. Hier haben wir unser Luftgerüst mit den Steuerventilen für die Lokbremse und auch die Regelung für die Wagenzugbremse. Die deutsche Zugsicherung I60R. Und den Kompressor der Maschine, mit der wir unseren Luftvorrat ergänzen. Und dieser Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden, ist der Reinluftraum. Obwohl es nicht ganz so sauber aussieht. Und hier befinden wir uns nun im Maschinenraum, wo unser Motor von der Glas ist. Zu unseren täglichen Arbeiten gehört auch mit die Kontrolle des Ölstandes am Motor, sowie ein Blick auf sämtliche Leitungen, dass keine Undichtheiten von Öl und Kühlwasser entstehen oder auftreten. Der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser mit einer Anzeige für den Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter. Hier haben wir unsere Kühlerelemente, um unser Kühlwasser zu kühlen. Und hier befinden wir uns auf dem Führerstand 2 unserer Glas, der baugleich wie Führerstand 1 ist. Der einzige Unterschied besteht hier darin, dass es etwas enger ist. Aber Platzmangel ist auf der Glas an allen Stellen, wie wir auch im Maschinenraum gesehen haben. Das war's jetzt auf der Glas 66 bei Freightliner von mir. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich euch vielleicht irgendwann mal auf dem Führerstand wiedersehen werde. Schönen Dank und tschüss.